Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Knappchiro Gaming TV. Heute habe ich einen weiteren Solo Money Glitch für euch am Start. Diesen Money Glitch solltet ihr so lange machen, wie er noch geht. Er ist Solo und extrem einfach. Zudem geht er schon einige Tage und Rockstar Games hat ihn immer noch nicht gepatcht. Ich habe ihn gerade eben vor diesem Video nochmal ausprobiert und er geht zu 100%, Leute. Und für diesen Money Glitch braucht ihr nur einen Deluxo. Diesen Deluxo solltet ihr so oft auftunen, wie es nur geht. Denn umso mehr ihr den Deluxo auftunet, desto mehr Geld bekommt ihr am Ende. Also Leute, kann ich euch echt nur empfehlen, die besten Teile in den Deluxo reinzupacken. Und es ist von Vorteil, einen Nachtclub zu besitzen. Er geht natürlich auch ohne Nachtclub, aber meiner Erfahrung nach geht er mit Nachtclub einfach besser. Und falls ihr einen Nachtclub habt, ist es gut. Falls ihr keinen Nachtclub habt, ist es auch nicht schlimm. Und wenn ihr jetzt einen Deluxo habt, den ihr aufgetunt habt, dann könnt ihr auch schon mit dem Glitch starten. Wenn ihr jetzt einen Nachtclub besitzt, müsst ihr einmal durch eine Nachtclub-Garage durchrennen. Am besten steht bei euch dann schon ein LG RH8 oder ein Fagiola drin, dann könnt ihr direkt einsteigen und rausfahren. Sonst müsst ihr halt wieder aus dem Nachtclub raus und in eine Garage, wo ein LG RH8 drin steht. Seid ihr jetzt aber mit dem LG RH8 oder dem Fagiola rausgefahren, müsst ihr euch jetzt einfach ein Straßenauto suchen. Ihr steigt dann also aus, klaut euch ein Straßenauto und mit dem Straßenauto müsst ihr dann so weit vom LG RH8 wegfahren, dass ihr euch einen Deluxo an fordern könnt. Ist der Deluxo dann gespawnt, steigt ihr einfach in den Deluxo ein und dann ist es wichtig, ihr müsst mit dem Deluxo jetzt Richtung Flughafen fliegen. Seid ihr jetzt bei der Location, die ich euch jetzt im Hintergrund auf der Karte zeige, angekommen, ist es wichtig, dass ihr euch jetzt einfach so positioniert, wie ich im Video. Und zwar fliegt ihr jetzt hier einfach unter der Brücke durch und dann seht ihr da links so ein paar Eingänge. Da stehen auch meistens ein paar Menschen und dort müsst ihr jetzt einfach in das Gebäude reinfliegen. Das macht ihr jetzt einfach so wie ich in dem Video. Ihr fliegt jetzt einfach durch die Wand. Und dann ist wichtig, dann müsst ihr einmal die Räder einfahren und dann fliegt ihr einfach unter die Map. Dann müsst ihr aber wieder X drücken, damit ihr die Flügel wieder habt und wieder fliegen könnt. Und jetzt müsst ihr mit dem Deluxo ungefähr so fliegen wie ich im Hintergrund. Am besten orientiert ihr euch einfach an der Straße, denn sonst kann es sein, dass ihr gegen irgendeinen Hangar kracht. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Location, wo ihr euch hinbegeben müsst. Und zwar ist es ungefähr hier, wo ich gerade markiere. Da müsst ihr hin. Ganz wichtig zu sagen ist, wenn ihr in das Haus reinfliegt und ihr sterben solltet, müsst ihr einmal die Sitzung wechseln. Das ist ganz wichtig. Es heißt nicht, dass der Glitch gepatcht ist. Das war bei mir auch so. Da müsst ihr einfach die Sitzung wechseln. Dann geht ihr einfach auf den Editor, Leute, und dann wieder zurück zu GTA Online. Und dann versucht ihr es wieder. Wenn es nicht klappt, dann einfach Sitzung wechseln.
Wenn ihr jetzt an der Location angekommen seid, gibt es zwei Methoden. Die erste ist, ihr seid so niedrig wie ich im Hintergrund und prallt gegen den Nachtclub gegen und werdet so in den Nachtclub reingezogen. Und die zweite ist, ihr seid zu hoch und müsst einmal X drücken, damit ihr auf den Nachtclub rauffällt und werdet dann in den Nachtclub reingezogen. Wenn ihr jetzt in den Nachtclub reingezogen wurdet, bekommt ihr einen kurzen Blackscreen und spawnt mit dem duplizierten Deluxe so auf der Map. Oben links habt ihr eine Nachricht, dass ihr keinen Zugriff mehr zu diesem Nachtclub habt und das ist auch vollkommen richtig so. Jetzt müsst ihr den Deluxe nur noch abspeichern. Das geht dann ganz einfach mit dem MOC. Das müsst ihr dann einfach anfordern, einmal rein und einmal rausfahren und dann habt ihr das Auto dupliziert und abgespeichert. Das Auto bringt dann 300k, wenn ihr es voll aufgetunt habt. Ich werde es euch am Ende nochmal zeigen. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao, Leute!